So, und da sind wir wieder bei The Forest. Ich habe eben statt so, und da sind wir wieder gesagt, so, und da sind. Genauso. Das war toll. Wisst ihr, was auch noch sehr toll ist an meinem Schnittprogramm? Ich kann nicht mal mit meinem Aufnahmeprogramm die Aufnahmedateien da rein tun. Ich muss die erstmal durch was anderes durchlaufen lassen, damit die auch funktionieren. Heißt, damit ich die dort erstmal umändern kann, muss ich die durch den Windows Movie Maker laufen lassen. Damit ich dann eine andere Datei habe. Eine MP4-Datei. Und dann funktioniert das. Mit der, die ich hier jetzt benutze, klappt es nicht. Ja, hoffentlich mache ich hier auch mal in The Forest ein bisschen was. Ich plane da ja schon seit längerem eine gewisse Animation einzubauen, mit der ich noch nicht mal so wirklich angefangen habe. Ich müsste die eigentlich erstmal machen. Na, vielleicht finde ich da was im Internet, was ich da ein bisschen modifizieren muss, und dann geht das schon. Der Whirly, der fragt mich auch schon öfters, dass ich ihm doch was pixel, weil der macht gerade so ein Pokémon-Spiel. Das erstellt er da mit seinem RPG-Maker. Ja. Und am Ende dann kommt das eh wieder nicht raus, und er sagt, er hätte das einfach keinen Bock mehr drauf gehabt oder so. Aber vorher halt immer so, ja, ich mach das jetzt wirklich. Und dann macht das nicht. Das ist jedes Mal so. Und da fragt er mich dann doch ernsthaft mal, dass ich ihm da ein paar Sprites pixel. Warum? Ja, weil ich damals mal meine Thumbnails immer so gemacht habe, dass ich da in den Thumbnails drin war. Indem ich halt den Hauptcharakter irgendwie genommen habe und den dann umgepixelt habe, dass der ein Megateos-Gesicht hatte. Was jetzt nicht wirklich so pixeln war, aber gut. Oder halt mein Profilbild. Das ist gepixelt. Aber das ist jetzt nicht wirklich gut gepixelt. Also an Details mangelt es da schon. Und ich würde da schon gern mehr Details drin haben. Weil im Moment sieht's ja nicht so toll aus, finde ich. Gibt Leute, die finden das toll. Aber ich finde, das könnte ich noch aufbessern. Das werde ich vielleicht sogar noch, falls mir nicht nachher irgendjemand da ankommt und dann meint, komm, ich mal dir mal eins. Heutzutage passiert das leider nicht mehr so oft. Gut, das ist mir nur einmal passiert. Und das war bei meinem Banner. Und der hat leider nie genau richtig reingepasst. Aber jetzt habe ich ihn modifiziert und er sieht an den Seiten ein bisschen scheiße aus. Aber in der Handyansicht, da sieht er halt normal aus. Und wenn man über meinen Namen hovert, könnt ihr jetzt gerade mal machen unter dem Video, wenn ihr gerade mit dem PC das anguckt. Dann seht ihr da an meinem Namen da irgendwie im Hintergrund halt den Banner, und da ist halt auch alles normal, wie es sein sollte. Wenn ihr dann draufklickt, mittlere Maustaste am besten, damit ihr nicht jetzt die Seite wechselt und mich nicht mehr hört. Weil mit der mittleren Maustaste wird ein neuer Tab geöffnet, ohne dass ihr da jetzt irgendwie eine Seite neu ladet, auf der ihr gerade seid. Dann könnt ihr sehen, da steht an beiden Seiten halt jeden Tag ein Video und 16 und 18 Uhr.
ja, da habe ich dann noch was Tolles draus gemacht, aber ich finde das immer noch nicht so schön, wie ich das gemacht habe. Also das kann ich noch ein bisschen aufbessern. Kann ich vielleicht einen Transparenzeffekt reinpacken oder so. Müssen wir mal gucken. Bin mit dem Ganzen auch noch nicht so ganz so zufrieden. Ja, dadurch tue ich mir natürlich nicht weh, aber sonst tue ich mir dadurch weh. Wie geht's mir denn? Ja, scheiße, ne? Stärke geht halt einfach immer nur runter. Ich glaube, das hängt nicht mal mit meiner Spielweise zusammen. Das hängt wahrscheinlich sogar viel mehr einfach damit zusammen, dass das hier auf meinem PC ist. Ja. Eigentlich mache ich alles, um Stärke zu gewinnen. Ess viel Fleisch, ich trainiere hier viel. Trotzdem keine Stärke. So. Ja, das Dach, das werden wir noch nicht fertig kriegen. Das kann ich jetzt schon sagen. Mit der Holzladung hier. Aber da kann man, glaube ich, ein bisschen besser tauchen als hier jetzt drin. Mit dem Loch. Da ist auch ein bisschen tiefer. Aber ich hätte wirklich gern mal so ein Haus, das so ist, dass du da halt unten tauchen kannst. Denn aber auch wenn schon im warmen Wasser, nicht so im kalten Wasser, das finde ich nicht so schön. Also ein Haus im Wasser, das fände ich sehr schön. Ja, 18. Das kann man machen. Boah, ich werde jetzt meine Energie mal eben auffüllen. Geht ja gar nicht. Hier immer schön neben dem Grab, ey. Ich find's ja auch witzig, dass hier überhaupt ein Grab ist, ne? Weißt du? Das ist ja eindeutig von den Typen dort vorne mit dem Boot. Aber als wenn die hier hinkommen, eben Grab machen. Klar, kann. Also in der Zeit, da müssen die ja locker attackiert werden sein, worden sein. Aber, ne? Zu der Zeit dürften die wahrscheinlich auch nicht mal wissen, dass hier solche Leute sind. Weil sonst würden die kein Grab machen. Weil dann wüssten die ja, hier ist gefährlich, hier sollst du besser nicht hin. Da kannst du die Leiche besser über Bord schmeißen. Anstatt so einem normalen irdischen Ritus nachzugehen, der dir im Endeffekt hier nichts bringt. Das haben die ja auch hinten im Eisgebiet gemacht. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass die hier niemals den Leuten begegnet sind. Das sind aber auch dieselben, laut einer Theorie von irgendjemandem. Ich weiß nicht mal mehr wem. Guck mir viele Theorien zum Spiel an. Ich fände es super, wenn mal Game Theory hier irgendwas zu machen wird, aber ja, so wie der drauf ist im Moment, nee. Der geht ja nur nach den neuen Spielen oder Five Nights at Freddy's oder so ein Kack.
gucke ich mir zwar immer noch gerne an, aber naja. Was ich ja auch ganz komisch finde, in letzter Zeit ist es ja so, gerade im englischen Bereich, da werden irgendwie nur noch YouTuber rausgesucht, die jetzt plötzlich irgendwas Schlimmes machen. Das hat mit PewDiePie angefangen, glaube ich. Kann auch gut sein, dass das schon davor war. Und dann werden da jetzt einfach nur aus den bescheuertsten Gründen überhaupt YouTuber da rangenommen, wie sonst nichts. Die eigentlich genauso alles wie vorher auch machen. Das habe ich bei Behind the Meme gesehen. Das fand ich halt richtig bescheuert. Es sind nämlich diese ganzen Leute, die da voll in der Meme-Kultur drin sind, die ihn dann total hassen, weil er die Memes erklärt. Oh nein! Ist ja so schlimm. Weißt du, der nimmt ja seine Informationen offensichtlich von, wie heißt das, diese Webseite da, wo Memes erklärt werden. Da nimmt er offensichtlich seine Inspiration von. Und ich finde das nicht schlimm. Er macht das ja wenigstens dann noch mit einem Video. Dann willst du es dir auch halt angucken. Das ist halt für die Leute, die nicht so gerne lesen wollen. Ist zwar nicht, eh nicht so viel zu lesen auf diesen Meme-Seiten, sodass du das genauso gut einfach so lesen könntest. Aber da habe ich auch keinen Bock drauf unbedingt immer. Und das finde ich dann immer toll, wenn er ein Video dazu macht. Aber nein, da müssen ja diese komischen Leute da ankommen und dann voll ausrasten, weil er das dann, das Meme getötet hat, weil es die Leute dann ja wissen. Oh nein. Junge. Es kann doch erst so richtig cool werden, wenn es Leute wissen. Oder bist du so ein scheiß Hipster und denkst dir dann so, nee, das ist jetzt nicht mehr trendy. Ja, toll. Fick dich, du Hipster, ich bin Anti-Hipster und damit bin ich Hipster mehr als du. Oder so ähnlich. Hipsterer als du. Mehr Hipster als du, keine Ahnung. Also ich finde das generell so ein bisschen dämlich. Und dann kommen die da zu Game Theory an. Auch solche Leute, die sich plötzlich einfach aufregen, weil irgendjemand ein Video gemacht hat. Also das kommt irgendwie immer durch ein Video. Und dann werden andere darauf aufmerksam. Die machen dann auch ein Video darüber. Und dann geht das immer so weiter. Und dann plötzlich ist der Typ halt das Schlimmste auf Erden. Weil so viele ein Video darüber machen. Obwohl er eigentlich nichts Schlimmes gemacht hat. Ja. Und bei Game Theory finde ich das halt nicht mal so schlimm. Da haben die halt größtenteils immer als Kritik, sagen die dann, das wird nicht so gut recherchiert oder so. Ich gucke jetzt auch nicht unbedingt da genau drauf hin, ob da alles stimmt. Ich kann wohl manchmal sehen, wenn da was falsch ist, wenn ich mich damit auskenne, aber sonst eigentlich nicht. Wenn der eine Folge über The Forest machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch recht viel sehen, was daran falsch ist. Aber da kannst du halt auch nichts machen, ne? Also das ist ja ein mehrköpfiges Team. Die können sich zwar absprechen, aber die müssen sie, also die werden sich nie und nimmer so hundertprozentig damit auskennen, weil die selber nicht die Entwickler sind oder so. Ich kenne mich ja auch nicht so hundertprozentig damit aus, aber immerhin besser als viele. Ne? Ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn der da mal was falsch macht. Und am Ende ist es ja auch die Sache, also er erzählt da eigentlich im Grunde immer eine Geschichte. Theorien sind halt nichts anderes als Geschichten. Geschichten, die halt irgendwie dann dich dazu bringen sollen, das zu glauben. Da kommt es halt wirklich darauf an, wie gut du im Überzeugen bist.
Wenn du gut im Überzeugen bist, dann wird das dein Gegenüber glauben. Dann ist deine Theorie gut. Wenn du nicht so gut darin bist, dann solltest du die Theorie vielleicht nochmal überarbeiten. Aber solange die überzeugend ist, machst du alles richtig. Hat alles mit Überzeugungskraft zu tun. Ist mehr so ein Spiel. Ist genauso wie Wissenschaft, weil das ist im Grunde auch nur überzeugen. Du musst dein Gegenüber davon überzeugen, dass du richtig liegst. Und dann ist das Fakt. So läuft das. So, wen konnte ich überzeugen? Das muss doch einleuchtend sein. Denke ich mal. So, ich werde jetzt gleich mal die Reise antreten zum Boot hinten. Dann werden wir das letzte Holz für Dach holen und dann gucken wir mal weiter, wo wir weiterbauen. So, theoretisch müsste ein Holzblock, glaube ich, übrig bleiben oder so. Ja. Habe ich schon im Voraus ausgerechnet. Weil du kannst immer 11 mit einem Karren halt mitnehmen. Und wir hatten halt zwei übrig, die wir schon runtergebracht haben. Demnach bleiben 4 hier übrig. Und wir haben einen einzelnen, den wir dann nicht mitnehmen können. Jetzt sind die ganzen Schildkröten hier. Schädel habe ich, glaube ich, keine mehr, oder? Doch, habe ich. Können wir auch im Haus ein bisschen Licht machen. Sobald wir da das Dach haben. Fände ich, glaube ich, ganz wichtig. Oder wir machen auch sowas. Problem ist jetzt, wir haben das hier falsch rum gemacht. Können wir einen einschließen hier drin. Ja, muss ja keine Dingens sein. Kein Wohnhaus, sondern einfach ein Gefängnis. Das wert. Naja. Solange es funktioniert, ist ja scheißegal. Wieso habe ich das falsch rum? Und wie lange habe ich das bitte schön falsch rum schon? Und warum hat mich noch nie jemand darauf hingewiesen? Jedenfalls haben wir das jetzt fertig und jetzt können wir dort hinten anfangen. Oder halt nochmal den Weg weiterführen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich werde jetzt erstmal hinten hinreisen. Nämlich den Weg. Das da müssen wir auch noch fertig bauen. Dann müssen wir nämlich hier die Zäune hinsetzen, damit hier keiner hochklettern kann. Die Typen sind im Waterfall Camp, oder? Ja, hört sich so an. Drecksäcke. Hier müssten wir eigentlich auch mal was dran tun, dass hier nicht so viele Bäume sind. Oder mehr fallen. Können den Weg nicht so einfach so lassen.
jetzt sind wir gleich beim Boot. Da haben wir auch, glaube ich, noch ein bisschen Holz drauf. Also das dürfte definitiv reichen für das Dach. Dann hätten wir das auch endlich mal fertig. Und dann ist nur noch das da hinten da. Die Ölplattform. Ah, die wird eh länger dauern. Ja, aber das wird, denke ich mal, reichen. Ah, locker. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir rüber segeln und dort sehen wir uns dann wieder. Ciao.